Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder zum Bundesligaspiel FC Bayern München gegen Hertha BSC in der Allianz Arena. Sehr interessante Begegnung, wenn man das so sagen kann. Hertha hat von Werder Bremen am letzten Spieltag ein paar Gegentore eingeschenkt bekommen und die Bayern ja auch nicht zu wenig gegen Mainz 05. Also, es könnte heute ein sehr, sehr spannender Spieltag werden. Dortmund hat am Freitag gepatzt, hat 1 zu 1 gegen den VfL Bochum gespielt. Und das muss man dann heute halt auch einfach dann aus der Sicht von Bayern verwerten. Bei Hertha wurde ja Sadic oder Sajic irgendwie so ein Tunjic irgendwie so, suspendiert, weil er keine Disziplin hatte. Also in Berlin, da kracht es gerade auch ganz schön. Sommer im Tor bei Bayern, dann Cancelo, De Ligt, Pavard, Masraoui, dann Musiala, Goretzka, Kimmich, Sané, Coman und Mané vorne drin, ne? Ja, bei den Bayern auch einige Verletzte jetzt wieder. Von daher wird das wahrscheinlich so aussehen, wenn alles gut läuft. Dann bei Christensen im Tor, Plattenhardt, Dardai, Kempf, Umberto, Richter, Sade, Tschul, Niederlechner, Luke Bakio, ja. Uremovic hat mich gerade ein bisschen irritiert in der Abwehr. Aber sonst ist das eigentlich auch eine ziemlich gute Aufstellung. Die hat eigentlich nichts in der zweiten Liga verloren, wenn man das so sagen kann. So, Christensen wird nochmal die Besprechung machen und jetzt sind sie ready. Bayern steht schon. Der Benji, der macht sich nochmal warm seine Arme und dann wird Sadio Mané gleich das Spiel eröffnen. Der Schiedsrichter schaut nochmal, ob die Torhüter auch bereit sind. Luke Bakio. Und los geht's, Spiel läuft. Kimmich steckt durch auf Leroy Sané. Sané jetzt immer noch Leroy Sané. Sané geht jetzt in die Mitte. Leroy Sané legt den Ball ab auf Joshua Kimmich. Und der kann den Ball nicht immer aufs Tor bringen. Hier nochmal. Ja, der Volley, den hat er ein bisschen verzogen und das führt dazu, dass er ja doch weit neben das Tor geht. Jetzt viel Platz für Marvin Plattenhardt. Plattenhardt! Pavard erstmal dazwischen und nochmal Pavard. Ecke. Ecke jetzt für Hertha. Ecke rein von Marvin Plattenhardt. Plattenhardt auf den ersten Pfosten, Leroy Sané. Und jetzt Jamal Musiala mit bisschen Platz. Immer noch Jamal Musiala. Jetzt muss doch mal hier langsam der Sadio anfangen zu laufen. Aber Dardai passt auf. Cancelo. Musiala. Legt raus jetzt auf Leroy Sané. Super viel Platz für den deutschen Sané. Legt ihn auf. Sadio Mané. Und Christensen hält den Ball. Sadio Mané kann sich nicht belohnen. Das gibt's doch gar nicht. Hier der Ball kommt zu Sadio. Der hat Platz. Aber er bringt ihn ja gefühlt direkt auf Christensen und der hält ihn. Was eine Monsterparade. Jetzt Ecke für die Bayern. Joshua Kimmich. Kimmich, Ball kommt auf Sadio Mané. Goretzka, immer noch Joshua Kimmich. Kimmich, Joshua Kimmich, wieder auf Sadio Mané. Der ist natürlich nicht der Größte. Jetzt Leon Goretzka, der kann sich schon eher behaupten. Joshua Kimmich! Oh, jetzt der gute Ball auf Toulsa. Toulsa, Ball kommt in die Mitte. Luke Bakio, der weiß, wie es ist, gegen Bayern zu treffen. Aber da ist nur Masraoui da. Jetzt Leroy Sané. Immer noch Sané, Leroy Sané, der ist natürlich nicht langsam. Leroy Sané, Leroy Sané. Und der Ball ist nicht drin. Das gibt's doch gar nicht. Den hat er ja sauber satt getroffen. Aber nicht ins Tor, sondern neben das Tor. Das gibt's nicht. Sadio Mané jetzt. Und jetzt ist die Halbzeit. Also 0 zu 0 zur Halbzeit, eine sehr ja langweilige Halbzeit, wenn man das so sieht von den Toren her. Bayern hatte die größeren Chancen, Hertha hatte auch welche, keiner hat sie genutzt. Das muss jetzt in Halbzeit 2 besser laufen. Weiter geht's mit Hälfte 2. Jetzt João Cancelo mal mit Platz. Flanken kann er, das hat er bewiesen. Aber nicht, wenn da einer mit dabei ist. Ball erstmal raus. Einwurf jetzt. Einwurf von Serge Gnabry auf Jamal Musiala. Musiala, Ball kommt in die Mitte. Da steht Coman. Jetzt Jamal Musiala, Serge Gnabry. Gnabry, den Abschluss kann er. Und da steht jetzt eigentlich noch Kingsley Coman, der nicht mehr hinkommt. Ecke jetzt für die Bayern. Joshua Kimmich. Kimmich, Ecke kommt auf. João Cancelo, da war noch eine Hand im Spiel.
Jawohl, die Hand war im Spiel vom Niederlechner und es gibt den Elfmeter für die Münchner. Es gibt den Elfmeter. Hier sieht man es ganz klar, Ball geht an die Hand und dann gibt es den folgerichtigen Elfmeter. Jetzt ist die Frage, Leroy Sané gegen Christensen. Leroy Sané gegen Christensen. Leroy Sané trifft 1-0 für die Bayern. Wichtiges Tor, ist aber auch verdient. Die Bayern sind hier heute das bessere Team. Und dann geht das 1-0 auf jeden Fall in Ordnung, würde ich einfach mal sagen. Wir gucken uns gleich die Entstehung des Tores nochmal an. Hier läuft Leroy Sané an, schaut ins rechte Eck, da springt Christensen hin, schießt ins linke. Wunderbar gemacht, 1-0 Bayern. Musiala sieht wieder Leroy Sané. Sané hat wieder Platz, Sané diesmal. Und Sané trifft, der Doppelschlag für die Bayern. Leroy Sané, das gibt's doch gar nicht. Der Ballverlust direkt von der Hertha. Und dann Jamal Musiala auf Leroy Sané und der ist eiskalt. Wirklich eiskalt im Abschluss heute. Das gibt's doch gar nicht. Hier liegt er ihn schön vorbei. Und dann ist er drin. Das gibt's doch gar nicht. Eieiei, Leroy Sané. Hat er jetzt endlich seine Formkrise bewältigt. Oh, Fehler, Jan Sommer, Jan Sommer kann den Fehler wieder gut machen. Jetzt Marvin Plattenhardt im Angriff, Plattenhardt, immer noch Plattenhardt, nimmt Niederlechner mit, Niederlechner, Goretzka kommt nicht richtig hin, jetzt Kimmich. Vielleicht der schnelle Konter über Leroy Sané. Leroy Sané geht raus auf die linke Seite, Sané kann sich nicht durchsetzen. Jetzt Bözius, Cancelo, Luke Bacchio weiß, wie es ist, gegen Bayern zu treffen und macht's wieder, Luke Bacchio. Mit dem Anschluss für die Hertha. Er ist super gehalten von Jan Sommer. Und dann ist Luke Bacchio nochmal mit dem Nachschuss zur Stelle. Hier der Superball auf Luke Bacchio. Erst Jan Sommer, super. Dann springt er dem nochmal in den Fuß. Und Benji Pavard kann dann auch nichts mehr im Gegentor verhindern. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich aus Sicht der Münchner. Ah, bitter. 2-1. Jetzt Gerecki, Gerecki! Ball geht nicht rein. Jetzt wieder Ball auf Luke Bacchio, Luke Bacchio! Das gibt es nicht! 2-2 für die Hertha! Dode Luke Bacchio gleicht aus! Das darf doch nicht wahr sein! Ja, hier ist schlecht verteidigt, Riesenlücke und dann eiskalter Abschluss von Dode Luke Bacchio. Ah, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Mal schauen, ob wir noch einen Siegtreffer hinbekommen. Jetzt Thomas Müller, neu dabei. Thomas Müller, Müller jetzt. Thomas Müller, gehalten. Ball nochmal in die Mitte, aber der ist nicht genau genug. Ecke kommt, wieder an die gleiche Ecke. Jetzt Mathys Tel mit Platz. Mathys Tel muss eigentlich durchstarten, macht das auch. Thomas Müller jetzt, legt ab auf Serge Gnabry. Kein Abseits, doch Abseits. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr bitter. Müller jetzt. Legt ab auf Serge Gnabry. Gnabry jetzt mit Platz. Serge Gnabry. Immer noch Gnabry. 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 Serge Gnabry. Christensen zur Stelle. Und es gibt die Ecke für die Münchner. Joshua Kimmich jetzt. Kimmich. Ecke kommt gefährlich. Wieder Christensen. Nochmal Ecke. Wieder Joshua Kimmich mit der Ecke. Die kommt wieder gefährlich. Jetzt der Ball erstmal raus. Serge Gnabry. Joshua Kimmich. Kimmich jetzt. Legt ab auf Joao Cancelo, Cancelo, Ball auf Joshua Kimmich, Kimmich jetzt, legt ab auf Thomas Müller. Und jetzt nochmal die Hertha, nein, aus, 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 das Spiel ist aus. Hertha und Bayern trennen sich mit einem Unentschieden. 2-2, also 4 Tore in einer Halbzeit. Lasst gern ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, schreibt euren Tipp in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, euer Neues. Tschüss. So let's do a big one on the Discover Channel. You and me, baby, ain't nothing, man. So let's do a big one on the Discover Channel.